schon zufrieden mit dem Rennen. Der eine Fehler passiert mir, aber ansonsten habe ich, glaube ich, das Bestmögliche draus gemacht. Und deshalb kann ich eigentlich nicht unbedingt unzufrieden sein. Man sieht, wie verdammt eng das heute ist. Die meisten kommen mit 0 durch und vom Laufen her war es auch sehr eng beieinander. Und da wird man schon mal schnell ein paar Plätze nach hinten gereicht. Das ist leider schade, aber gut, der Platz ist eigentlich okay. Für die Leistungsdichte, die ja momentan international bei den Männern halt herrscht. Und wir haben sehr gehofft, das ist ja so ein Fehler. Man kann ja leicht so eine hypothetische Rechnung aufmachen, was wäre, wenn der auch reingegangen wäre. So. Ja, gut, aber diese Rechnung, die machen immer einige auch. Ne? Also jeder, der heute Fehler hat, der wird diese Rechnung aufmachen. Ja, nicht so lange, ja, klar, es ist ärgerlich. Gerade weil es ja wieder der Erste war, der ist ja schon in den Schatten weggegangen. Muss ich auch mal ein bisschen Markt legen, wo der jetzt hingegangen ist. Das ärgert mich schon. Aber an sich, mit 90% Schießleistung ist es nicht so schlecht. Also, und dieser eine, wer weiß, vielleicht haben viele von den Nuller-Schützen auch Randtreffer dabei. Also passiert mal so einer. Simon Schäffer hat die Wahl nach vorne in den Startkurve zu gehen. Hat sich ein bisschen überholt, dadurch, dass das Wetter sich geändert hat. Sie waren weiter hinten. Haben Sie davon auch reagiert? Haben Sie das ähnlich? Ich glaube, es hat ja ungefähr anderthalb bis zwei Stunden vom Start her geschneit. Und es hat sich eh schon spiegelig gefahren. Und ich glaube nicht, dass sich da jetzt viel getan hat von der Strecke her. Also vielleicht ja, minimal eigentlich. Also dafür ist es an manchen Stellen halt auch weich geworden, als viele drüber sind. Also ich glaube, das gleicht sich dann irgendwo auch ein bisschen aus. Ich glaube, dass es heute relativ gleich bleiben war, dadurch, dass ich schon die ganze Zeit vorher aufgehört habe zu schneiden. Also die Wahl war eigentlich okay.